Andere Leute sind pleite gegangen und ich wär's, wenn ich nicht Folgendes machen würde. Schaut es mal an. Alles voll mit Baustelle. Hier ist die Juicery, Leute. Da ist der Laden. Keine Sau kommt mehr vorbei. Die ganze Kundschaft ist weg. Und schaut mal an, was in den Läden hier neben mir passiert. Räumungsverkauf. Und ich könnte jetzt hier die ganze Straße entlang laufen, auf beiden Seiten. Und man sieht jetzt hier überall entweder Räumungsverkauf, Rabattaktion oder irgendwas anderes. Alles leer, kein einziger Kunde da. Und das Ganze ist jetzt hier von ca. 1000 Euro Ladenumsatz auf ungefähr 100 Euro Ladenumsatz runter bei mir. Und ich möchte mich jetzt hier mit diesem Video nicht unbedingt wirklich für mich großartig beschweren. Ich möchte nur ein paar ganz wichtige Learnings aus dieser Tatsache hier rausziehen. Es kann im Leben immer eine brutal unvorhergesehene Scheiße passieren. Ich habe jetzt hier diesen Laden gehabt. Da habe ich 2 Wochen vorher ein Schreiben bekommen. Wir haben jetzt 4 Monate Baustelle. Normalerweise ist für sehr viele Läden hier, für Cafeteria, Eisdiele, Blumenladen etc., für viele sind im Endeffekt die Sommermonate die allerbesten Monate. Da machen die ihren Umsatz. Jetzt muss man sich mal vorstellen. Die haben jetzt die letzten paar Jahre wahrscheinlich Hunderte von Tausenden von Euros an Umsatzsteuer bezahlt, Gewerbesteuer bezahlt, Einkommensteuer bezahlt, Gewinnsteuer bezahlt, Lohnnebenkostensteuern bezahlt, also wirklich sehr viel Steuern bezahlt. Dann bekommt man hier 2 Wochen vorher eine Nachricht. Die nächsten 4 Monate ist im Endeffekt euer Geschäft während der Hauptzeit kaputt. Jetzt muss man sich wirklich Folgendes überlegen. Erstens mal, man braucht Online-Marketing. Ich konnte einfach übers Internet allen Menschen hier Bescheid geben in der Umgebung und ihnen sagen, hey, kommt trotzdem vorbei oder wir liefern an euch mit unseren Juicery Smart Mobilen, okay? Wir haben denen allen nochmal eine Karte zugeschickt, dass die hier noch hinfinden, denn es gibt noch Wege, wie man hier hinkommen kann, weiß aber fast keiner. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, allen Leuten quasi online was zuzuschicken und ich habe eben auch noch die Möglichkeit, mehr Produkte online anzubieten, online zu skalieren, online Werbung zu schalten. Ihr kennt das Ganze. Es kann also A, immer eine richtig kranke Situation passieren, die euch wirklich fast kaputt machen kann. Dann B, man braucht immer irgendwelche anderen Einnahmequellen noch. Hätte ich nicht mehrere andere Unternehmen, die das Ganze tragen können, dann wäre das gar nicht gegangen, denn im Regelfall ist es so, dass man so schnell gar nicht schalten kann. Da muss man das Ganze also 18, 12 Wochen quersubventionieren, bis die neuen Maßnahmen überhaupt greifen. Das heißt also, ich empfehle wirklich jedem, dass er mehrere Einnahmequellen hat. Okay? Ich empfehle jedem, dass er auch online was hat. Ich empfehle jedem, dass er Rücklagen macht. Rücklagen machen ist ganz wichtig, denn es kann mal passieren, dass ein paar Monate nichts läuft. Der Blumenladen muss dicht machen. Wenn ich jetzt hier eine Eisdiele wäre, Leute, ich müsste dicht machen, das wär's. Denn wer verkauft Eis übers Internet? Ja? Die meisten Sachen kann man online bewerben, online verkaufen, aber manche Sachen einfach nicht. Und wenn ich jetzt da meine ganze Familie da arbeiten lassen würde, dann würden mehrere Leute in richtig krasse Probleme reinkommen. Und der nächste Punkt ist der, Leute, man kann sich einfach nicht immer auf externe Hilfe und auf den Staat verlassen oder denken, ja, da kommt schon irgendjemand, da hilft schon irgendjemand. Wir sind hin zur Stadt und haben denen gesagt, schaut mal her, wir haben letztes Jahr mehrere hunderttausend Euro Umsatzsteuer und andere Steuern bezahlt. Haben wir alles bezahlt. Das war ja unser Geld, was wir eingenommen haben. Dann haben wir dieses Geld der Stadt, dem Staat etc. überwiesen. Jetzt haben wir wegen Maßnahmen von der Stadt im Monat wahrscheinlich, ja, mal mindestens 20.000 Euro weniger Umsatz. 20.000 Euro weniger Umsatz. Dann könnt ihr doch für diese 4 Monate zumindest mal die Hälfte unserer Einbußen kompensieren. Dann könnt ihr uns doch 40.000 Euro bezahlen, weil wir haben ja letztes Jahr sowieso das 5-fache an Steuern schon bezahlt. Wäre doch eigentlich fair, oder? Oder zum Beispiel bei diesen anderen Läden, die jetzt pleite gingen, den hätte man doch wenigstens einen gewissen Ausgleich zahlen können. Oder irgendwie mit den Vermietern reden können, dass man eine Mietminderung macht oder ähnliches. Aber was machen die Mieter, auch oftmals die reicheren Leute und der Staat? Die denken viel zu kurzfristig. Die sind natürlich viel zu verblödet. Erstens mal,
der Vermieter, bevor er sagt, okay, ich gehe jetzt mal die Hälfte mit der Miete runter oder verzichte sogar mal 4 Monate auf die Miete, habe dann aber langfristig einfach einen Mieter, der mir Geld abwirft, nee, schmeiße ich ihn raus und habe dann vielleicht 6 Monate Mietausfall, zum Beispiel. Oder der Staat sagt, okay, du weißt was, dann lasse ich eben das Unternehmen jetzt kaputt gehen, dann zahle ich jetzt einmal kein Geld, aber ich schlachte im Endeffekt eine Gans, die mir jeden Monat Geld abwirft, die Arbeitsplätze schafft, die ein Angebot schafft für andere Menschen. Und so kurzsichtig denkt unser Staat. Wir haben da einfach ein riesengroßes Problem, denn wir haben jetzt einmal Staat, Politiker und einmal Unternehmen, Unternehmer. Aber das Problem ist, dass die Leute, die im Staat arbeiten, es sind keine Unternehmer. Die haben dieses unternehmerische Denken nicht. Plus jemand, der unternehmerisches Potenzial hat, der will ja wahrscheinlich nicht Politiker werden. Weil er sagt, hey, ich habe doch woanders wahrscheinlich mehr Potenzial. Und wir haben natürlich ein Riesenproblem. Also allgemein unser politisches System, dass wir Politiker haben und Unternehmer haben, freie Wirtschaft und Politik, das ist ein Problem. Das gleiche Problem habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wirtschaftslehrer habe, der aber noch nie in der Wirtschaft war. Und jemand, der gut in Wirtschaft sein könnte, der geht eher in die freie Marktwirtschaft, anstatt dass er Wirtschaftslehrer wird. Und da haben wir natürlich einen Riesenkonflikt und ich wollte nur mal auf diese Tatsache hinweisen. Wir werden jetzt im Bereich Politik und Wirtschaft nach und nach immer weiter eintauchen, immer weiter einsteigen. Ich kann nur Folgendes empfehlen. Wisst einfach, es kann immer irgendwas passieren. Und nicht nur das ist passiert, Leute. Gleichzeitig mit dieser Baustelle habe ich nochmal eine Abmahnung bekommen. Ihr müsst euch mal anschauen, diese Abmahnverbände. Diese dreckigen, ehrenlosen Abmahnverbände. Dann haben die mich nochmal abgemahnt für nochmal über 8.000 Euro. Ich habe zuerst 10.000 Euro zahlen müssen letztes Jahr. Das habe ich ja schon erwähnt mal in einem Video. Dann habe ich alles gelöscht, bis auf einen Hashtag, okay? Ich habe einmal den Hashtag Detox bei einem 2 Jahre alten Post nicht gelöscht, muss ich nochmal 8.000 Euro zahlen. Außerdem, diese Verbände, das sind im Endeffekt Anwälte, die versagt haben, die in der freien Wirtschaft keinen Job kriegen und all diese Versager sammeln sich dann zu Verbänden, die eine völlig unnütze Arbeit machen. Und ihr müsst mal eingeben bei YouTube, wie diese Verbände, googelt einfach mal Wettbewerbsschutzverbraucherverbände machen Kleinunternehmer kaputt. Da hat es zum Beispiel meine Oma gezeigt, die hat einfach nur ein paar hundert Euro dazu verdienen wollen zu ihrer Rente. Und dann hat sie angegeben bei ihren Socken 20% Seide und 80% Baumwolle. Und normalerweise muss man das, was eben den großen Prozentsatz hat, am Anfang zeigen. Aber ist doch scheißegal, interessiert doch keine Sau. Weil die hat ja angegeben, wie viel Prozent von was, und hat ja alles gestimmt. Und dann wurde sie abgemahnt für mehrere tausend Euro, musste ihren kleinen Ebay-Shop zumachen und wurde da in ihrem hohen Alter noch kaputt gemacht. Und was für ein dreckiger, ehrenloser Mensch muss man da sein. Und dann sagt man, oh, aber steht ja im Gesetz. Nein, Leute, ihr müsst nicht nur schauen, was im Gesetz steht. Man muss auch schauen, was ist moralisch korrekt. Was ist ethisch korrekt? Was ist sinnvoll? Denn viele Gesetze sind nicht moralisch korrekt und sinnvoll. Und dann kommt alles auf einmal. Und ich bin dann jemand, ich muss dann den großen Geldbeutel aufmachen und mal 50.000 Euro nachlegen für alles, was hier passiert. Und das kann ich nur, weil ich eben weiß, es passiert immer ein richtig großes Problem. Das weiß ich einfach. Ich weiß, ich brauche Rücklagen. Ich brauche andere Einnahmequellen. Und ich brauche Online-Marketing. Okay? Und ich muss allgemein ein Allround-Businessman-Unternehmer sein und ich muss mein Team einweihen und dann denen auch mal sagen, hey, in solchen Zeiten, dann müsst ihr jetzt eben weg vom Laden und Außenvertriebler werden und. Und ich muss ein Leader sein, ein Teamführer sein, ich muss kommunizieren, ich muss flexibel sein und ich muss ein moderner Businesskrieger sein. Das ist die Message vom Video. Ich hoffe, euch trifft es in der richtigen Stelle, an der richtigen Position. Schreibt mir einen Kommentar, teilt dieses Video. Hier läuft viel ab, Leute. Und wir müssen da nach und nach uns rauskämpfen. Bis dann, Leute, haut's rein. Euer Karl. Und noch eine Sache. Abonniert den Buchclub. Abonniert den Buchclub. Ja, checkt es alles ab. Abonniert den Buchclub. Extrem wertvolle Informationen. Punkt 1. Punkt 2. Checkt die Seminare, die jetzt aktuell stattfinden. World Fitness Day und ein Business Seminar. Ganz geil, checkt es ab. Und checkt die Präsentation zum Thema Online-Marketing, habe ich alles hier unten verlinkt. Ich verlinke es nicht einfach so umsonst. Ich hatte letzten Monat insgesamt 700.000 Klicks. Ich hatte 700.000 Klicks auf meinem zweiten Kanal.
Kann man ja alles schauen bei Social Blade. Das sind alles echte Zahlen. Jetzt kann ich euch sagen, ich hatte 700.000 Klicks und insgesamt 5.000 Menschen haben auf die Links hier drunter geklickt. Und da gibt es auch kostenlose Bücher zu bestellen und alles Mögliche. Also schießt euch nicht ins eigene Bein, indem ihr zu faul seid oder zu skeptisch, um auf diese Links hier drunter zu klicken. Klickt mal wirklich alles durch, schaut euch mal wirklich alles akribisch an. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Karl. Macht's gut. Ciao. Alle, die am Buchclub interessiert sind, klicken einfach auf den allerersten Link unter diesem Video und kommen dann auf diese Buchclub-Seite hier. Dann kann man sich hier das Video anschauen zur Erklärung. Zack. Herzlich willkommen zum Buchclub. Ganz genau, auf dieser Buchseite. Und man bekommt hier im Endeffekt eine gesamte Zusammenfassung eines Buches plus Workbook. Und man kann somit jede Woche 3, 4, 5 Bücher lesen und das alles innerhalb von 30 Minuten. Und wenn man hier runter scrollt, kommt man auf kostenlos testen. Dann kommt man direkt hier auf diese Digistore-Seite und kann hier den Buchclub kostenlos testen für 9,95 die erste Woche. Und wenn man dann sagt, der Buchclub ist nichts für mich, bekommt man das ganze Geld wieder zurück. Das heißt also 9,95 einmalig. Wem es nicht gefällt, bekommt nach der Woche das Geld wieder zurück. Also quasi ein kostenloser Test. Und es gibt auch kein monatliches Knebel-Abo etc. Alle diese Informationen findet man hier. Man sieht also die gesamte Page. Man sieht auch hier ein paar Kostproben der Bücher. Man sieht jetzt auch hier, wie ein solches Workbook aussieht. Was euch genau dabei hilft. Das heißt, jetzt also auch hier ein Erklärungsvideo zum Thema Skripte, die man bekommt. Die verschiedenen Buchkategorien sind hier auf einen Blick. Man bekommt also hunderte von Büchern günstiger als ein einziges und hat dann hier die Möglichkeit zwischen dem ganz normalen Monat, 9,95, 4 Bücher pro Monat oder auch Premium-Abo, aktuell noch quasi unbegrenzter Zugriff auf alle Bücher, die da sind, Jahresabo für 89,95 und das Premium-Jahresabo mit zusätzlichem Content, weiteren Büchern für 1,99. Hier nochmal einige Titel, ein paar Bilder und dann nochmal direkt hier der Button Buchclub testen. Viel Spaß damit, der Link ist hier unten im Video.